Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Ja, heute seht ihr mich mal in absolut ungewohnter Pose. Ich bin nämlich gerade Auto am Fahren und möchte heute mal ein bisschen euch was zeigen. Und natürlich zugleich möchte ich auch heute meinen Filmtipp der Woche abgeben, beziehungsweise habe ich natürlich in meiner Sendung einen Gast, der den Filmtipp der Woche abgeben möchte. Der Gast, den ich diesmal habe, ist jetzt schon zum zweiten Mal in meiner Sendung und hat mich natürlich auch gefragt, ob er nochmal für mich einen Filmtipp der Woche machen kann und machen darf. Und dem habe ich natürlich zugestimmt und bin auch froh, dass er den Filmtipp der Woche heute auch nochmal machen möchte. Ja, vielleicht könnt ihr das im Hintergrund erkennen. Ich fahre gerade bergauf. Ich fahre in Richtung Weitersburg und möchte mal euch damit zeigen, wo ich eigentlich wirklich lebe und wie schön es eigentlich bei mir ist. Und dann habe ich natürlich gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Ja, aber nochmal zu meinem Gast zurück. Mein Gast, den ich heute nochmal in meiner Sendung habe, ist der DJ 79, der Marcel. Der hat ja schon mal vor einiger Zeit einen Filmtipp der Woche für mich abgegeben und er hat natürlich nochmal zugesagt und wollte einen Filmtipp der Woche nochmal für meinen Kanal drehen. Und bevor wir aber zu meinem Gast kommen, würde ich einfach sagen, zeige ich euch einfach mal, wo ich wohne. Und jetzt klaut mir hier so ein Vollidiot noch die Vorfahrt. Naja gut, Benz halt eingebaute Vorfahrt, ne? Ja, in dem Sinne sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Ziel angekommen bin. Bis gleich. Ja, somit melde ich mich zurück und ich bin eigentlich an meinem Ziel angekommen, denn ich bin gerade mit meinem Hund Lana mal ein bisschen aufs Feld hier hoch und der Hund muss ja auch mal Gassi und um das mal zu zeigen, wie ich so lebe und wo ich wohne, könnt ihr jetzt schon sehen, dass ich hier runter einen wunderbaren Blick auf das Rheintal habe und dazu möchte ich aber noch mal gleich kommen. Ich werde mal eine schöne Nahaufnahme machen vom Rheintal. Und der Blick hier auf diese Stadt, das ist Koblenz, Koblenz am Rhein, liegt natürlich am Rhein und an der Mosel und dazu kommen wir aber nochmal gleich. Ja, ich befinde mich hier oben auf dem Berg von Weitersburg und wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, ist hier die Weitersburger Grillhütte. Ich habe mal vor einiger Zeit mit Ben und mit dem Filmgespenst, also mit dem Marco, mal gesprochen für ein kleines YouTuber-Treffen. Und ich finde, das ist die absolut geeignete Location, um mal hier so ein kleines YouTuber-Treffen zu machen für ein paar Leute. Also nur so im engsten Kreis, mit den engsten YouTubern, um das mal so auszuprobieren und ja, einfach mal auf eine kleine, familiäre, gemütliche Art mal so ein Treffen zu machen. Und ich werde euch mal die Hütte zeigen. Hier mache ich auch regelmäßig mit meinem Counter-Strike-Clan Clan-Treffen und das Ding ist wirklich Bombe. Also natürlich muss man das mieten, das gehört einer Ortsgemeinschaft hier von der Stadt Weitersburg, wo ich hier wohne. Und das zeige ich euch mal. Viel Spaß! Ja, die Grillhütte an sich ist schon etwas älter. Und momentan sind da auch Leute drin. Ich will da jetzt auch gar nicht so reinfilmen. Die haben wohl was dagegen. Deswegen werde ich gleich nochmal eine andere Aufnahme machen, wenn das sich ein bisschen, wenn die Gelegenheit ein bisschen besser ist. Aber auf jeden Fall passen hier 80 Leute rein. Hier sind natürlich auch sanitäre Anlagen. Das ist alles sehr sauber. Und man hat natürlich hier seine Ruhe. Hier neben haben wir einen, das ist wirklich tatsächlich ein alter Judenfriedhof. Und dieser Friedhof steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Ob jetzt hier Leute begraben worden sind, die im Krieg jetzt ums Leben gekommen sind, das weiß ich nicht. Dafür ist mir dieses noch nicht so vertraut hier mit der Geschichte alles. Da habe ich mich auch nie so interessiert für. Aber dieser Friedhof ist natürlich eingezäunt, sodass man nicht hier ran kann, weil das Ding steht unter Denkmalschutz und gehört wie der Bereich Koblenz zum UNESCO-Weltkulturerbe. Soll man gar nicht glauben, dass ein Friedhof auch zu einem Weltkulturerbe gehören kann. Ne? Ja, und mein Hund,
ist mal wieder hier am Rumschnüffelpüffel. Und ja, also wie ihr sehen könnt, ist die Grillhütte auf jeden Fall sehr, sehr nice, sehr, sehr groß. Also innen drin ist auch ein riesengroßer Grill. Das heißt, man kann da wirklich grillen drin und man hat auch eine Bierschankanlage. Das heißt, also eine Kühltheke, da kann man Bierfässchen anschließen und auch frisches Bier zapfen. Ja, ansonsten kann man auch übernachten. Man kann natürlich hier auf dieser großen Wiese auch zelten. Das wird dann auch erlaubt und momentan könnt ihr ja sehen wahrscheinlich, wenn ich mal ein bisschen näher rangehe. Wie gesagt, da war wohl eine Party gestern. Hier werden Geburtstage gefeiert und ja, auf jeden Fall ein schönes Ding. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal Koblenz zeigen und dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Filmtipp der Woche über. Bis gleich. Ja, der eine oder andere weiß es ja noch nicht. Koblenz hat ja natürlich auch eine sehr, sehr lange traditionelle Geschichte. Ich glaube, in Koblenz ist alles vertreten, von der Barockzeit bis zum Mittelalter und so weiter und so fort. Und Koblenz ist auf jeden Fall auch eine Stadt von UNESCO bzw. gehört zum Weltkulturerbe und ist auf jeden Fall vom Mittelalter sehr, sehr geprägt und auf jeden Fall richtig geil. Und ich versuche jetzt mal ein paar tolle Aufnahmen für euch zu machen, damit ihr mal seht, ja, was da eigentlich oder was hier eigentlich so los ist. Ja, das ist natürlich das Rheintal. Und wenn ich mal hier unten ranzoome auf diese kleine Häuserreihe, da seht ihr, dass auf der linken Seite eine Brücke ist durch die Bäume und Wasser. Und auf der rechten Seite auch. Das ist beides der Rhein. Und ja, das ist eine Insel. Das ist ja in Deutschland die einzigste Insel, die im Rhein liegt. Und diese Insel nennt sich Niederwerth. Niederwerth ist auch bewohnt. Es gibt sonst keine Insel im Rhein oder auf dem Rhein oder im Rhein, die bewohnbar ist. Und Niederwerth ist sehr berühmt für seinen Anbau mit Spargel und mit Erdbeeren. Also wer Schwärmer oder wer Spargelliebhaber von euch ist, Niederwerther Spargel kann man fast überall kaufen und der wird hier frisch angebaut. Also es ist eine gigantisch große Insel. Und links und rechts ist wirklich Wasser. Das einzige oder die einzige Zufahrt ist über diese Brücke, die ich jetzt filme. Ja, ansonsten seht ihr hier Koblenz. Da ist ein kleines Schloss. Das habe ich mal rangezoomt. Es ist sehr schwierig in dem hohen Zoom zu halten. Und da ist die Festung Ehrenbreitstein. Und dieses Seil, was hier runterführt, ist eine Seilbahn. Ich muss mal wieder zurück. Die Seilbahn wurde vor einigen Jahren gebaut aufgrund der BUGA, der Bundesgartenschau, glaube ich 2011 oder 2012. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube 2010, 11 war die BUGA in Koblenz und aufgrund dessen wurde die Seilbahn gebaut. Die macht nämlich unten vom Deutschen Eck, was man von hier aus leider nicht sehen kann, bis hoch auf die Festung Ehrenbreitstein eine Verbindung und da kann man halt hochfahren. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, das ganze gute Ding, wo wir uns hier befinden, dieser Graben, wo der Rhein durchfließt, ist das Mittelrheinische Schiefergebirge, so nennt sich das auch. Und wir liegen hier genau auf einer tektonischen Erdbebenplatte. Und auf der rechten Seite, hinter dieser ja, mehr oder weniger Baumreihe, liegt Mülheim-Kärlich. Es ist auf der gegenüberliegenden Rheinseite. Und Mülheim-Kärlich ist berühmt dafür, dass dort ja, ein Kernkraftwerk steht, was eigentlich nach Abschluss der Bauphase und dem Probelauf nie wieder ans Netz gegangen ist, weil wir ja irgendwann 1900, ich weiß es nicht, ob das jetzt 98 oder irgendwann so um die, ja, oder 2001 herum, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, hatten wir mal ein Erdbeben. Und da dieses Kernkraftwerk auf der Neuwieder Platte, so nennt sich das Ding, steht, wurde das dann irgendwann stillgelegt. Das, ja, die Stadt Mülheim-Kärlich hat natürlich geklagt dagegen, um das Ding ja, stilllegen zu lassen. Und das Gericht hat auch dann entschieden, dass das Ding nicht mehr in Betrieb gab. Es gab mal wohl eine Probelaufzeit, aber das war es dann auch. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Überblick bekommen. Achso, übrigens, das Kernkraftwerk ist jetzt mittlerweile seit 6 Jahren im Rückbau. Die äußere Fassade mit dem Kühlturm und so weiter und so fort stehen immer noch
Und das dauert auch noch 6 Jahre, bis man dieses Kernkraftwerk komplett abgebaut hat. Ja, natürlich seht ihr auch am Rhein hier links und rechts die ganzen Hänge. Der Rhein ist ja dafür bekannt, dass hier sehr viel Wein und an der Mosel sehr viel Wein angebaut wird. Und hier kommt natürlich der beste Wein Deutschlands her, Riesling und was weiß nicht ich so alles. Also Rhein- und Moselwein ist der beste Wein in Deutschland. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt zum Marcel alias dem DJ 79 ins Studio ab. Und dann kann der Marcel seinen Filmtipp der Woche abgeben. Und ich hoffe, ihr freut euch, denn ich freue mich auch darauf. Und ja, Marcel, hierhin, komm lunchen. Marcel, viel Spaß und Bühne frei. Hau rein. Viel Spaß beim Filmtipp der Woche von Marcel, DJ 79. Hallo Filmfreunde, hallo lieber Andi. Ja, ich freue mich, ein zweites Mal einen Filmtipp der Woche bei dir abgeben zu dürfen. Ja, und diesmal habe ich mir einen Film rausgesucht, der mich richtig aus der Hose geschossen hat. Also da hätte ich nicht mit gerechnet. Und zwar ist das der Film Chronicle, Wozu bist du fähig? Den habe ich hier im schönen Steelbook auf Blu-ray und DVD. Ja, ist ein klasse Science-Fiction-Film, eine etwas andere Superhelden-Geschichte. Es ist in Found-Footage-Style gedreht. Und das tut dem Film richtig gut, weil die Effekte kommen sehr glaubwürdig rüber. Also man rechnet nicht damit, dass jetzt irgendeiner durch die Luft fliegt, wenn es mit der Wackelkamera gefilmt ist. Und das passiert da recht häufig und das sieht auch richtig geil aus. Wir haben hier den Hauptprotagonisten Andrew. Der wird an der Schule immer ein bisschen gemobbt, ist so ein Außenseiter und der filmt das Ganze. Und er und sein Cousin Matt und Schulkamerad Steve, die finden nachts im Wald finden eine unterirdische Höhle. Und da ist ein leuchtender Kristall drin. Ja, den berühren sie alle und danach haben sie telekinetische Fähigkeit. Ja, diese trainieren sie dann so weit, bis sie nachher sogar fliegen können. Das sieht irre gut aus. Aber erstmal machen sie kräftig Unfug. Wie wahrscheinlich jeder Teenager das machen würde, wenn er so Kräfte hätte. Nicht wie die ganzen anderen Superhelden, die sofort losziehen und die Welt retten. Die lassen es erstmal richtig krachen. Und übertreiben es dann leider auch ein bisschen, vor allem Andrew. Und das endet dann im Unfall, der beinahe tragisch ausgeht. Das hätte schon so ein, eigentlich eine Warnung sein müssen. Aber Andrew verändert sich zunehmend, gerät immer mehr quasi auf die dunkle Seite. Und man kann echt zusehen, wie er sich verändert. Zu Hause läuft es auch nicht ganz rund, Mutter schwer krank, Vater Alkoholiker. Und ja, das zehrt dann doch ziemlich an ihm und er beginnt seine neue Kraft auszunutzen. Ja, und das mündet dann in einem großartigen Effektgewitter, das mitten in Seattle, da spielt der Film, stattfindet. Gedreht ist übrigens in Kanada und Südafrika. Sieht alles nur bis Seattle aus. Und es liegt dann an seinem Cousin Matt, ihn aufzuhalten. 16er Freigabe ist berechtigt, Kinofassung war ab 12. Die Darsteller sind allesamt unbekannt, was aber sehr gut ist, da man sie sonst mit anderen Rollen in Verbindung bringen würde. Und das würde ein bisschen die Glaubwürdigkeit aus dem Film nehmen. Ja, wie gesagt, unbekannte Darsteller, Kinofassung 84 Minuten, Extended Edition 89 Minuten, immer noch eine sehr kurze Laufzeit, aber der Film wird nie langweilig, ist straff erzählt und macht richtig Spaß. Da hat Josh Trank ein tolles Debüt abgegeben, das ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Ich hatte ihn jetzt selber ein bisschen länger bei mir liegen und bin nur durch einen dummen Zufall, weil ein Kumpel sich den angeguckt hat und mir davon vorgeschwärmt hat, bin ich mir drauf gekommen. Ja, das war mein Filmtipp. Zurück zu dir, Andi. Ciao. Ja, da bin ich wieder und möchte mich auf diesem Weg erstmal bedanken bei dem Marcel, alias dem DJ 79. Vielen Dank, lieber Marcel, dass du deinen Filmtipp der Woche abgegeben hast und war toll. Und du bist natürlich immer wieder gesehen bei mir. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und vergesst auf jeden Fall nicht, den Marcel alias DJ 79 zu abonnieren. Denn es wäre wirklich schade, wenn ihr das nicht machen würdet, denn der Marcel hat wirklich einen tollen Channel. Und damit verabschiede ich mich von meiner kleinen Sightseeing-Tour. Natürlich werde ich jetzt nicht der armen Jenny und dem armen Andreas die Show stehlen, denn auch ich könnte ein freilaufender Spinner sein. Aber mir ging es einfach nur mal darum, dass ich mal zeigen wollte, wo ich wohne und wie schön die Gegend eigentlich hier ist, wo ich wohne. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Unboxing bzw. Video. Macht's gut, hau rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann.
Na, komm. Auf geht's. Galoppi. Mach mal Wau. Wau. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Mach mal Wau. Fein. So, also, mach's gut. Ciao.